Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf Karte auf dem Marsch. Wir laden jetzt unsere Schweine um. Wir sortieren wieder entsprechend alt und jung. Das machen wir jetzt. Da ist leider was schief gelaufen bei der ganzen Aktion. Jetzt habe ich natürlich auch alte verschoben. Entschuldigung. Wir wollen ja die Ferkel rückhaben. Das heißt Ferkel, 13 Kilo, ist ein Ferkel. Wir müssen gucken, dass wir nämlich keine schweren rüberkriegen. So, es geht schon los. 13, 13, jetzt kommt ein schwerer. Oder die schweren, die älteren Tiere, die wollte ich nicht haben. So, die 6 Kilo Tiere. Jetzt noch Kontrolle. 6 Kilo, 13, das passt. Bestätigen. Erinnern wir jetzt vom Stall, wo wir herkommen sind, ne? Naja. Ich meine, wäre es auch nicht schlimm, da hätten wir die alle halt verkauft, naja, und dann im Frühjahr und dann und im Sommer nachher. Große Nachfrage bei Raiffeisen, was wollen die denn haben? Ha? Also Getreide und so ist im Frühjahr am besten Preis, ne? Also wie gesagt, ich habe jetzt auch keine Zeit dazu. Nicht vor der, ja, könnte man verkaufen, wenn wir hätten. Wenn wir ein bisschen mehr haben, okay, aber haben wir auch nicht so viel. Die Lage fehlt bei uns zur Zeit. So. Müssen noch entsprechend die Wasser anschließen noch ins anderen Stall. So. Jetzt gehen die wieder rein. Im richtigen Stall. Bestätigen. Jetzt schauen wir rechts nach. Okay, die 212, die müssen alle zurück. Die nicht. Die nicht. Und das auch nicht. Zwölf Kilogramm. 13, 13, 13. 12, 12, 12, 13, 13. Dann haben wir alle Großtiere raus hier. Die Zahl oben irritiert mich. Gut. Dann fahren wir gleich zum nächsten ran. Ob da auch noch welche sind? Wenn wir ja alles pflastern im Winter oder im Frühjahr, wenn wir Geld haben, ausreichend Geld haben, vor allen Dingen. So, 19 Kilo, wir gehen von oben, 12, 12, 12, 13, 19, 19, 19. Hier müsste das passen. Im Großen und Ganzen. 0,1, 0,1 Jahre. Passt. Nächsten ran.
Natürlich ist es natürlich so, dass die Stellen nicht voll sind. Aber das denke mal, das kriegen wir auch hin. Da noch ein paar Häkel finden, ne? Hier will die Pumpe ändern. Aber erstmal den Stahl, den LKW leer machen. So. Schauen wir mal. 11 Kilo. Zehn. 6, 6, 7, 6. Hier passt auch. Entschuldigung. Jetzt fahren wir die paar großen Tiere zurück. Und schauen noch ein paar Ferkel und dann kriegen wir noch ein paar her. Mal gucken, wie wir da reinkriegen. Da haben wir einen Hänger bestimmt mal verkehrt aufgeladen. Oder zwischendurch. Alles verkehrt gemacht. Na ja, gut. Das Problem ist ja nachher, dass die kriegen ja bald wieder Junge, ein Vierteljahr ungefähr, schätze ich mal. Ja, und dann haben wir noch 3 Ställe voll. Bei dem wir dann einen größeren Stall, wenn wir so sehen, wir haben so viele Tiere und 72 Stück, da können wir halt einen großen Stall nehmen, 3 Tiere, ne? So, die gehen wir zurück. Und dann schauen wir hier nach Ferkel. Da haben wir welche. 0. Ja, was trinken. So, 6 Kilo, 6. Dann lese ich ihn auch noch und den nächsten nicht mehr. Das sollte jetzt alles sein. Sollte ich ein Tier mal vergessen haben, wird es auch nicht daran scheitern. Bestätigen. Gucken wir gleich in die Liste rein. 84, da kommt gleich die 6 rein. 90, 73. Dann haben wir unseren alten Stall nur noch, die, das ist der Junge. 11, 21. Haben die gerade Junge gekriegt? Rechts beim Preis ist immer entsprechend zu sehen. Was hier drin? Ja. Schauen wir mal, ne? Ob wir das jetzt hinkriegen. Ist immer noch Ernte nicht möglich, also bei Gras schon. Wir fahren mal die Tiere mal rüber, dann gucken wir gleich mal nach. Wir müssen eigentlich hinter mir haben. Dann weiß ich nicht genau, ob alte gestorben oder junge, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das lassen wir immer so laufen, wir kaufen jetzt keine Tiere dazu. So. Jetzt mal hier nochmal reinschauen und mal hier stehen und gucken mal gleich mal nach, ob das passt. Oh, da meldet Regen an. So, jetzt haben wir die auch verschoben. Kontrolle nochmal. 13 Kilo, 12,
Sollte eigentlich passen. Bestätigen. Leer. So, schauen wir nach Wetterbericht. Was die sagt. 88. Es kann sein, die Anzeige nicht ganz stimmt. Das kann natürlich auch sein. Also im ersten sind keine bei, die älter sind. Im zweiten. Auch nicht. Im dritten. Auch keine älteren bei. Da sind unsere Damen 6. Da sind 1, 2, 3, 4, 6. Ja. Aber die fahren wir nächsten Mal. Das ist nicht kein Problem. So. Schauen wir trotzdem mal kurz nach. Was die. Meldet Regen. Also für heute bis 12 Uhr Regen. Dann aber trocken. Gut, das sollte jetzt nicht stören. Wir können aktuell so nicht ernten, weil wir im Prinzip noch zu nass ist. Ab 6 Uhr. Schauen wir hier nach. Nach dem Reifegrad. Und zwar ist noch nicht erntereif. Aber wir können theoretisch, Gras ist soweit. Gras können wir anfangen, werden wir auch tun. Kurz einsteigen. Aus. Und jetzt schauen wir mal unsere Grasflotte, ne? Werden wir die kleinen Felder beginnen. Das ist auch gewachsen. Wenn wir gleich mal düngen. So, das. Vielleicht können wir noch einmal ernten das Jahr. Bevor wir das im Frühjahr oder im späten Herbst neu einsehen. Eine andere Fruchtsorte. So. So. Zwei. Ein bisschen weniger rein, ne? Zwei automatisch. Ein Fahrzeug zurück. Dann werden wir uns Position hinstellen. Uns fährt er die Front im Kreis. Regen ist nicht so gut, weil wir im Stroh. Ja gut, kann man nicht ändern. So. Sollen wir eine kurz Kontrolle machen, ob Dünger geht. Das heißt, so dunkel verfärben. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wieso fährt er jetzt so einen Kurs daneben? Deswegen, ah. Deswegen hat er das so scheiße gemacht, in Anführungszeichen. Gut. Lass ihn Meter weniger machen, ist egal. Oder mehr, ist völlig wurscht. So. Wie weit ist er hier? Oh, hat noch ein bisschen vor sich. Ah. Da werden wir den Stroh noch entsprechend umlagern. Das heißt, wir müssen doch nochmal den LKW schnappen. Den Vieranhänger werden wir jetzt zum Schweinestall bringen, zum alten. Und da einmal abstellen. Futter haben sie gekriegt. Ich wollte noch Wasser machen.
Das Wasser wollte ich hier noch ändern. So. Das wollte ich dann umstellen. Da wir sowieso im Stall reinfahren müssen, muss es ja weg. Ne? Da stellen wir die Position hin, die er haben möchte. Ja, die andere Richtung. So. Die will er nicht. Ach so. Das ist halt so rum, ne? Und bestätigen. Und schon, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich von hier mal Tschüss und ciao, ciao. Man sieht's und hört sich dann für die nächste Folge wieder. Tschüss.